Mahlzeit, hier ist wieder der Schattenhase Walz mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich wieder eine Frutti Fresh, diesmal in der Geschmacksrichtung Orange. Und ich bin da einfach mal gespannt, weil die bisher ja sehr lecker waren. Also die Birnen. Eine Variante von Frutti Fresh zählt jetzt mittlerweile tatsächlich zu meinen absoluten Lieblings-Limos. Auch die Pfirsiche ist sehr lecker. Deswegen erwarte ich eigentlich relativ viel von der Orange. Riecht auch schon mal nach Orange, erschreckenderweise. Und das ist ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat. Zutaten: Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, 4%. Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aromen, Stabilisatoren, Gummi Arabicum und Saccharose. Acetat Isobutyrat. Das ist neu, das hat man noch nicht. Dann wieder Glycerinäste aus Wurzelharz, den hat man schon. Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, das ist Vitamin C. Und als Konservierungsstoffe Natriumbenzoat, Kaliumsorbat und Carotin als Farbstoff. Kommt wieder aus Rumänien und importiert durch die Monolith GmbH. Weil der Zoll kommt aus dem Mixmarkt und das ist, soweit ich weiß, ist Monolith die Tochterfirma vom Mixmarkt. Beziehungsweise der Mutterkonzern, nicht die Tochterfirma. Und ich muss sagen, erschreckenderweise enttäuscht mich die Orange jetzt ein bisschen. Also ich meine, die ist jetzt nicht schlecht. Aber wenn ich mir denke, wie lecker ich die anderen fand, ist die tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Okay, 34 Kalorien. Das ist jetzt für eine zuckerhaltige Limo eher am unteren Rand. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die werde ich mir nicht nochmal holen. Da gibt es definitiv von Frutti Fresh bessere Sachen. Was jetzt nicht heißen sollte, wenn ich jetzt mal in Rumänien in einem Supermarkt bin, habe unheimlich Lust auf Orangenlimo und ich kriege nur Frutti Fresh, dass ich mir die nicht holen würde. Aber nee, für die treibe ich den Aufwand nicht extra zum Mixmarkt zu fahren. Deswegen kriegt die auch von mir nur einen Seitwärtsdaumen mit so einer leichten Tendenz nach unten. Ist nicht schlecht. Ich finde die aber ein bisschen zu geschmacklos. Ich hoffe, ihr fandet mein Video nicht geschmacklos. Deswegen, wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Netten Kommentar, freue ich mich auch immer noch drüber. Abonnieren kann man den Kanal auch, habe ich mir sagen lassen. Das kostet auch nichts. Dann verpasst du auch keine Videos von mir. Und dann sage ich mal wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.